Herzlich willkommen zur nächsten Runde Shellshock Live. Erstmal mit Max. Hi, und dann haben wir heute sozusagen eine Community-Runde. Aus der Didi der Denker Steam-Gruppe sind vier Leute hier. Das ist einmal Didi der Denker, Imperator ist natürlich Max. Leon ist hier sogar mit dem TS und Maurice Matthias kann uns, glaube ich, hören. Ja. Schreibst du? Ja, er schreibt Hallo. Ja, er hört mit. Gut. Dann kannst du jetzt bitte auf Bereit drücken, dann geht's los. Ah, sehr gut, das klappt doch wie. Wie am Schnürchen, wenn man so sagen will. Vier ganz schön hohe Level sind uns hier nachgejoint. Juggernaut, Level 35er, der glaube ich nicht zu uns gehört, ist der Juggernaut. Er hat Double Damage, darf anfangen. Und dann sind wir hier alle zusammen. Feed me chicken? Achso, die Namen habe ich eben gar nicht gelesen. Ich dachte so, wer ist das? Warte, die Fremden sind jetzt Nightstorm, Feed me some chicken, Pimpf und Will Mao Und oder Nightstorm wie auch immer. 12:02. Damit hat er erstmal schöne Double Damage auf sich selbst gesetzt. Na, Glück gehabt. Der war ein bisschen lame gerade, muss ich sagen, ja. Ah, jetzt kommt erstmal Lightning! This is what you came for! Oder? Ist okay. Richtig schöner Portal-Shot, alle einloggen. Oh, lol, 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 lol. Wie viel Leben hat der überhaupt? Das ist 5600 mit 500 Geht, Armor. kriegen wir hin. Wenn nicht wieder zwei Leute disconnecten, wie in der nächsten, letzten Runde Juggernaut, die wir Ja, aber hatten. da habe ich dann gewonnen, ja, weil sie disconnected sind. Ja. Oder, komm, das war's. 80 Crit mit dem Roller, das war schon recht nice. Wer war das? Imperator, nice. Ja, wer sonst? Abgehoben. Ich habe auf jeden Fall eine gute Position da oben. Hey, und alle, die jetzt zu uns gehören, sind jetzt hier im TS. Das heißt, sie können uns auf jeden Fall hören, auch wenn sie nicht Ich würde reden. gerne den Arrow jetzt benutzen, den habe ich nämlich Level 2, 100 Pro. Jawohl. Aber ich treffe ihn 100 Pro Gut, dass du nicht. das Level erwähnst, denn ich habe in den Optionen eingestellt. Erstmal natürlich, wir spielen Juggernaut, ne? Es wurde Waffenlevel von. auswählen, ja. Genau, es wurde in den Kommentaren nämlich gewünscht, auch mal andere Spielmodi zu zeigen. Das machen wir jetzt hier an dieser Stelle. Und es wurde auch immer wieder gefragt, können wir mitspielen? Das machen wir auch an dieser Stelle. Schreibt am besten auch einfach in die Kommentare Zeiten, wann ihr könnt. Dann können wir zu der Zeit, wenn wir Zeit haben, einfach wieder ein Event starten. Und ihr kommt auf den Einfach in der TR. Steam-Gruppe einfach mal schreiben. Richtig. Ich habe die Kommentare. Ach, warte. Muss ich Liest fa. ihr auch immer, aber ich schreibe, ich Ich antworte muss ja immer nie, ich bin immer feiern! zu faul. Oh! Okay. Ich habe Der gar war nicht mitgekriegt, scheiße. dass der schon geschossen hat. Ich wollte so anfangen zu erzählen. Habe ich auch gemacht. Genau, deswegen haben wir jetzt ganz schön viel Abwechslung und sind auf die Wünsche eingegangen. TS und sowas steht natürlich auch alles immer in der Beschreibung. Aber was ich sagen wollte in dieser Lobby jetzt hier, ich habe Level eingeschaltet, sodass man sich hier bei den Waffen aussuchen kann, welches Level man benutzt. Das heißt, hier ist jetzt der Dead Riser, könnt ihr auch Dead Weight machen. Was noch als Beispiel der Boulder, da habe ich dann noch Stone, die Grenade, Trinade und Multinade. Oh, bitte triff. Die könnte man da unten eigentlich reinsetzen, aber der Needler haut ganz schön rein, wenn ich treffe. Wenn du triffst. Und er trifft. Ich 80 hoffe, ich treffe jetzt. Damage, komm. Nur Jawohl. 96. Ich würde sagen, der Needler hat getroffen. Und Leon kriegt noch. Oh, Glück gehabt. Immer noch Glück. Und Pech. Haben wir kein Team-Damage? Das ist ja vorteilhaft. Oh, Max hat den Arrow getroffen. Nice. Ja, jetzt bin Bin ich sicher natürlich. sonst nichts. Ich werde einer von uns sein, der jetzt. Nee, komm. Lass mir bitte da oben mal den Teleporter. Ich will hier unten weg. Ich will nicht als erster sterben. Scheiße, jetzt muss ich treffen. Ihr guckt alle nicht auf meinen Schuss. Macht die Augen zu, wenn ihr eingeloggt habt. Uh-oh, das muss ich jetzt treffen. Ja. Oh, da rechts, okay. Okay, Max. Machen wir was draus, wa? Ernst? Ja, das war der Random. Ich konnte nichts dafür. Schade, dass der Airstrike nicht getroffen hat. Ich kann ihm. Was soll ich unten reinmachen? Die Multinade? Ja, wa? Ist ja Quatsch, jetzt auf die vordere Stufe zu gehen. Bei sowas wie Dead Riser, Dead Weight kann man sich halt Ja, mach überlegen. mal eine Multinate. Ich mache nämlich auch eine. Okay. Er macht jetzt erstmal Double Damage auf uns. Er wird trotzdem auf uns gehen. Flower Natürlich geht er oder auf uns. Bocky? Die Flower nur, ne? Ja, das ist ja noch okay. Hat nicht so sehr wehgetan. Auch wenn es Double Damage ist. Was hast du für eine Kurve? Du hast doch bestimmt schon eine. 8600, dann kommt die genau an der Kante von dem 90 Grad Winkel von der Kante von deinem Kreis raus.
6, ach 86. Ja, 100 und dann 86. Ich mach mal 183. Mal 186. Mal 84. Ja, also am Verhandeln. Okay, Leon, und los geht's. Jo, der Digger sitzt schön. Der Große sogar. Und da kommen die beiden angehüpft. Und? Hui! Ja, also ich habe 100 Damage gemacht. 43. Meine ist ein bisschen weit gesprungen. Ja, das war schon okay. Ja. Schön, bisher auch noch keiner gelieft. Immerhin die Armor ist weg. Aber auch gleich, das nervt mich gerade. Ufa, nee. Was war nochmal der Penetrator, der von oben und unten kommt? Ich weiß es nicht mehr. Was machen wir dann? Bilder? Ey, die Kurve war voll gut von mir eigentlich. Hat er mich eben gerade runtergedrückt mit seinem Schuss? Ja. Dann hoffe ich, dass das so klappt. Oh, die Glock hat getroffen. Die habe ich bisher immer nur als Waste-Element gesehen. Und neulich kam die Folge raus, wo Hendrik die Glock genommen hat. Weißt du, Hendrik? Weißt du, Hendrik? Weißt du, Max? Ach, als ich ihn verarscht habe. Ja, ja. So, nimm die Glock. Und nicht, ach, mal, die... nicht mal eine Sekunde ist rum, da fliegt die Glock schon los. Ich so, nein, nein. Ja, ich fand es gut. Ja, klar. Komm, wir nein, geh weg. Oh, die. Für eine Bounce-Plot kann man da echt, glaube ich, fast nicht mehr raus. Hoch, oh, ich kann da hoch. Wenn ich Dead Rise oder Dead Weight mache, das geht nicht auf. Wow! Das geht nicht auf dich, oder? Doch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mache, glaube ich, Rain. Wir hatten ja keinen Teamschaden, dann sollte ja Feed Me Some Chicken gar nicht getroffen werden. Hat der Leon Supply Drop angefordert? Habe ich das nicht theoretisch auch noch? Ich habe zwei sogar noch und einen Tracer. Da wurde ganz schön ausgeteilt. Der nächste kommt und... dann regnet es noch oben drauf, noch einen großen Bilder. Zwar nur 18 mit dem Rain, aber ansonsten habe ich die Runde gar nicht so wenig Damage ausgeteilt. Ich habe keine guten Sachen mehr. So geht's mir auch. Ich hoffe, dass wir bis Runde 11... Aber jetzt kriege ich 100 pro richtig auf den Sack oder Pimpf? Pimpf. Was nehme ich denn dann als nächstes? Das hier. Könnte man sich ja schon fast vornehmen. Oh, hört man den Stuhl knetern, ey? Ja. Bald nicht mehr. Was habe ich hier für eine Kurve? Komm. Was soll's? Das wird sie eh verteilen wie sonst was. Grab den Typen jetzt mal ein. Daniel, hast du dir denn schon Pokémon Go runtergeladen? Nein. Der Hype ist ja mega groß. Ich habe schon gespielt, als wir auf deinem Geburtstag waren. Ja, ja. Frag mal, warum ich mit Leo so lange weg war. Ja, ja, ich weiß schon. Oh, schade, der Sniper. Mach mal Pokémon Go. Dingens mit Yannick, ne? Gestern so im TS, wir haben richtig viel so CSGO auch die letzten Tage aufgenommen, alles richtig nice. Er schickt mir heute Morgen so einen Snap aus so einer Feldmark bei ihm im Dorf und hat so als Untertitel bei dem Snap halt so, die Jagd beginnt. Finde ich richtig gut. Ich war vorhin schon in der Stadt, hab schon eine Arena verkackt, Alter. Ausgerastet, Mann. Ich bin auch hier durch die Stadt mit dem Auto gerade nach Hause gekommen. Da steht da einer so an der Straße, das ist echt krass, dieses Spiel. Total geil. Aber ich weiß nicht, wer meinte das? Warst du das oder sogar Yannick oder so? Irgendwer meinte, das ist ja für Gamer echt die beste Möglichkeit, ans Tageslicht zu kommen. Ja, ist so. Meinte Yannick. Yannick hat das gesagt. Ah, oh, was nehme ich denn mal? Ah, ich bin ehrlich gesagt, ich habe nie so richtig Pokémon gespielt. Zu meiner Schande, muss ich ja zugeben. Was? Aber ja, von, keine Ahnung, früher von den Eltern nie irgendwie so gekriegt, alleine halt dann auch nicht so drauf gekommen und ja, den war's jetzt. So ja, am Anfang habe ich zwar gesagt, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Boah, dieses Geräusch. Aber mittlerweile mache ich echt nicht mehr so guten Schaden. Aber jetzt können wir ein bisschen was raushauen. Und da derjenige, der Juggernaut ist, nicht bei uns mit drin ist, kann ich ja sagen, was ich habe. Ich habe den Mega-Digger. Die AC-130, Fireworks, Mad Words, die Guppies, den Shadow
Ja, Beacon. Ist halt, alle Waffen können gut sein, wenn man trifft. Aber naja, das aber, das stört halt, ne? Ich hätte vielleicht nicht als erstes gerade den Mega-Digger benutzen sollen, weil ich dafür die perfekte Kurve brauche. Aber da sehe ich doch schon gute Waffen bei euch eingeloggt. Guck mal, jetzt können wir bei Maurice mal gucken, ob der Deadweight ankommt. Ja, okay, kommt er, dann kann ich den auch benutzen. Kommt tatsächlich an, früher war es ja nicht so. Ja. Oh, zwei Mega-Digger, das drückt natürlich ganz schön rein. Oh, die Fireworks. Ja, aber er hat halt immer noch 3800 Leben nur. Einen hätte er schon mal down haben können. Weil das ist es jetzt, guck mal, er hat nämlich uns beide so ungefähr auf Half-Life, wenn man das mal so überschlägt, 90 und 110 ergibt das sogar zusammen. Hätte er erst einen down gemacht, hätte er einen weniger, der auf ihn schießen kann. So können immer noch wir beide auf ihn schießen. Oh, das ist bitter! Ha, Loser! Das ist ärgerlich. Da hätte er dich schon fast down haben können, oder? Nee. Was geht denn unten eigentlich schon wieder? 16.16 Uhr. Ach nee, mein Bruder ist gerade los. Oh, da kriegt er zwei von. Max. Oh nein, meiner ist links in die Kurve da gesprungen. Oh, 90. Hä, ich dachte AC ist ein bisschen größer. Ich hab doch nicht das niedrigste Level ausgewählt. Oh, nice, Top 135 mit den Fröschen, geil. Ich mache jetzt erstmal Mad Birds. Ich glaube, die Kurve, ja, ein bisschen weiter nach rechts ein und dann haben wir das. Guck mal, jetzt will er wieder nicht uns down kriegen, sondern will erst auf die 3. Okay, großflächigen Schaden, das ist schon gut so, aber es leben halt immer noch alle, die auf ihn schießen können. Oh, er hat 100 pro, Schenk? Verkackte Messer, genau. 80 macht das, oder? Na, da können wir sogar Runde 21 noch abwarten. Oh, da kommt ein Dead Riser von Pim von hinten. Oh, da wird ganz schön was rübergeschossen. Und Mad Birds macht nochmal 40. Leider nicht die Erweiterung. Ah. Jetzt mit der Kurve. Was macht man da? Guppies? Oder Shadow? Ja, komm, machen wir mal den Shadow. Ah, du bist auch runtergefahren. Oh, Max. Das Telefon geht. Aber ich gehe nicht hin. Habe ich auch Guppies, jawohl. Ja, auch. Dann kann er jetzt ein bisschen schwimmen hier mit drei Guppies. Ey, ich benutze sie AK? Aber nicht. Du benutzt sie doch auch nicht. Ach ja, den Shadow, stimmt. Ich dachte gerade aber, war das die AK, die du benutzt hast? Ja, Alter, die M4. Hui. Oh, die haben auch noch einiges gemacht. Haha, ich bin ein Kartoffel. Der hat rausgekriegt, dass wir in Deutschland waren. Wir hatten gestern den CS... Oh, ich hab nur noch 9. Oh fuck, ich bin tot jetzt. Pass auf, wir hatten gestern... Ich hab hier aufgepasst. Wir hatten gestern den CSGO schon so eine Vorschülerrunde. Wir hatten so einen Polen in einem Team mit 4 Deutschen. Und er fängt auf einmal so an. Ich hatte Deutsch in der Schule. Mein Name ist Manuel. Oh, Alter. Da hat er aber ein Tor geschossen fast. Oh, der ist fast down. Lauf jetzt. Was hast du? Jawohl. Was benutze ich denn? Auf jeden Fall hältst du dich nur eine Runde. Aber der andere wird drauf gehen. Eat me some chicken. Hendrik sitzt ja, wieder 40. Im Zug. Yo, ich hab was? 104 Damage mit dem Firework. Yo. Ich lese gleich mal einen geilen Dialog von Hendrik aus dem Zug vor. Er hat mir auch ein Audio dazu gesendet. Das ist wirklich so passiert. Das ist so krass. Ey, so langsam macht er echt so ein paar Leute down hier, ne? Es wird langsam knapp. Aber jetzt kommen die Guppies. Warte, ich such den Verlauf kurz raus. Ich muss nur aufpassen. Zählt das Schild für den, der hinter ihm steht, dann auch? Weiß ich nicht. Oh, einer ist tot. Ja, okay, schade.
Meine Gubis haben nur 17 gemacht. Hendrik meinte, Dialog zwischen einem Türken und einem Mädchen. Sie, ey, kannst du lesen? Er, ja. Sie, weil du siehst nicht so aus. Von wo kommst du denn? Er, aus, da wo wir halt auch wohnen, ne? Oder du. Ja. Dann er, nee, ich sie. Ich hab drei Leben. Pass auf, dann sie so, also der Ort, das ist doch viel zu hoch und da kann man doch nix machen und da ist es voll kalt. Und er so, doch, da kann man einiges machen. Und vor allem haben wir nicht so viele Leute, die denken, dass sie kleine Gangster wären. Ja, ist aber so, ey. Ey, so eine Assi-Göre, wenn ich so viel treffe, ne? Direkt mal boxen. Also bitte. So. Oh, die Frogs, die hauen natürlich ganz schön rein bei dem jetzt. Matt Birds hat auch noch schön getroffen. Und, oh, ich dachte gerade, ich fand das im Portal. Ja, schön, du bist echt schlecht. Oh. Ja, wenn da Portale sind, die treffe ich dann, ne? Wenn ich nicht will. So, drei Runden noch, dann haben wir ja neue Waffen, wa? Ach komm, mal den Boulder gleich benutzen. Ja, ich überlebe aber keine zwei Runden mehr. Oder vielleicht oh, doch. Und weg. Oh. Wie überlebe ich? Was? Oh, nö. Warum bin ich denn der Erste, der drauf geht? Jetzt können wir das angucken. Wie viel Leben hat der noch? 2186. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Aber pass auf, das könnte knapp werden. Er muss dich als nächstes machen und dann macht er Leon. Wenn er gute Waffen hat, zwei Schüsse, zwei Tode. Und dann ist es 3 gegen 1 mit, ja, dann vielleicht noch so 1700 Leben. Wobei die Frogs, die drücken ihm jetzt wieder einiges rein. Scheiße, ich bin gestorben. Wie das? Ich hab mein eigenes Wasser eben abbekommen. Fuck. Du Toilettentieftaucher. Jo, er hat sich auch selbst Schaden gemacht. So, wie machen wir das jetzt? Oh! Das hätte übler ausgehen können. Das machen wir zu. Was hatte Leo mir denn noch geschrieben? Ach, stimmt. Mit dem. Ja, das muss ich noch machen. Weil, liegt das bei dir vielleicht auch an Shellshock? Wenn alle gleichzeitig schießen hier, dann gehen die Frames manchmal doch ein bisschen runter. Ich hab die ganze Zeit 60. Ja, ich sonst auch. Das ist bei CSGO, sag ich schon, bei OBS immer so tagesformabhängig. Bei CSGO manchmal mit 140, manchmal mit 60 Frames, das ist so ein Mittelding. Chicken Fling. Ja, die hätte ich auch gern genommen, die neuen Waffen. Es hatten 2 Leute weniger Leben als ich und ich bin der Erste, der stirbt. Aber die Trinet hat mich auch gut getroffen. Oh. Ja. 3 gegen 1. Mit. Wie viel Leben hat er? 1800, ja. Ich hatte 1700 gesagt. Aber guck mal, Nightstorm mit Level 73 hat natürlich volle Armor, volles Leben. Pimp ist noch gut mit dabei. Und Maurice ja auch noch mit guter Armor sogar. Und da kommt ganz schön was rein. Naja, ihr schafft das schon noch. Wenn der Schaden so konstant weitergemacht wird, dann glaube ich das auch. Weil jetzt kamen ja auch gerade die neuen Waffen. Aber ich glaube, es wird nicht bis Runde 31 gehen, oder? Das wird knapp mit nochmal neuen Waffen. Warte. Oh, da habe ich gerade den Browser geöffnet. Hohe CPU-Auslastung, schreibt er mir. Ne, dann lassen wir das mal lieber. Was schreibt ihr denn da in den Chat? Da, ihr schafft das. Davon bin ich nicht. Oh, Pimpf kann auch Deutsch. Juni, aber naja. Aber der spielt nicht mit uns mit, oder? Habe ich was verpasst? Nee. Okay.
Wir können gleich mal ein Teamspiel machen und wir machen alle Team 1. Ja, nochmal Juggernaut nicht. Guck mal, das ist eine Runde, die geht jetzt schon 20 Minuten. Ich wette, dass übrigens diese Community-Runde hier, wie ich sie wahrscheinlich nennen werde oder so, keine Ahnung, einfach laufen lassen. Und wenn wir keinen Bock mehr haben oder wenn dann zu wenig Spieler da sind oder so, dann höre ich einfach auf und dann splitte ich das einfach. Das heißt, in diesen Community-Runden gibt es nicht immer eine An- und Abmoderation. Aber das sollte kein Problem sein, denn es geht ja schließlich ums Spiel, nett. War. So, wie viel hat er denn noch? Oh, das war gut, dass der nicht trifft. Oh. Der hat sich noch ganz schön gebogen. Pimpf. Ja, ihr habt eigentlich noch relativ gut Leben. Der hat noch keine gute Kurve für euch. Nutzt es aus. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Da sind wir schon bei 1400 angekommen. Das ist quasi 600 Leben plus, ja, also gut 200 Armor. War 8, ach nee, nicht 280. Oh, jetzt trifft er aber. Auch nicht! Oh, oh, der hat zwei Subs noch einfach versemmelt. Banane Rain. Ne, das ist hier Fontaine oder so, ne? Hat ihn nicht getroffen? Das ist ja dreist. Oh, der war gut. So. Ja, wie es aussieht, geht er erstmal auf Maurice. Du hältst dich tapfer. Oh! Das hilft schon wieder nicht. Wie schlecht ist der denn? Das war ganz schön knapp. Na gut, der zweimal Subsnapper, das war echt ärgerlich. Da hat er seine ganzen guten Waffen jetzt ganz schön versammelt. Soll uns ja nicht stören. Nightstorm hat Double Damage. Hoffentlich trifft er nicht den lilanen Kreis. Oh, komm, Sniper. Pimpf. Yo! Ja! Wichtig. Und? 72. Großer Roller. Ah, guck mal, und jetzt will er sich nämlich wieder eine neue Kurve suchen mit der Double Damage. Damit könnte er Pimpf treffen. Ja, würde auch. Aber dadurch hat er jetzt keine Kurve mehr auf Maurice und er steht hinter dem Hügel. Und mit 40 Damage können wir noch leben. Und das sieht mittlerweile nach einem Sieg für uns aus gegen den Juggernaut. 1200? Ja, doch. Ein bisschen muss noch treffen. Ist das das Schrapnell, was Nightstorm da hat? Level 73, da kann er mal was raushauen. Und ich glaube... Okay, komm, wir schließen jetzt Wetten ab. Wann hört die Runde auf? Ich sage Turn 30. Oh, die Sawblade. Und durch da. Okay, du auch. Das Schrapnell. Keine Ahnung. Oh, hüpf noch rüber. Ja, genau so. Boom. Macht aber 10. Nicht viel Schaden, das Schrapnell. Das ist total kacke. Ach du. Das geht, glaube ich, nur, wenn der genau in die Kuhle irgendwie so reinfliegt, ne? Da kann man da schon so 70 Damage machen, würde ich sagen. Und weg, weg, weg. Ah, der trifft. Oh. Joho! Ja! Hat zwar direkt gecrittet, aber damit kann man noch leben. Hier in unserem Französisch-Buch immer. Hm? Ein. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Behörden. Ach, die Granate ist schade, das. Da, die kommt noch! Und wenigstens zwei. Ja, 50 Damage ist okay. Und jetzt hat er den Bilder da natürlich raufgehauen, aber nicht der Digger, der Mega-Digger-Bilder. Ne? So. Aber. Ich hätte mich vielleicht bewegen sollen. Jo, vielleicht. Aber ist ja kein Ding.
So, das, vom Namen her kenne ich es jetzt nicht. Banane. Herr Müde. Ungefähr. Oh, der trifft gut. Oh, für die Waffe gut. Oh ja, das ist ja der Flummi. Ein bisschen Vitamin, ja, was habt dann? Komm, einmal nur springen. Ja? Ja, 60 Damage. Schön. Geil, dass er getroffen hat, dafür, dass er so ein Flummi ist. So lucky. Ich würde sagen, so true. Wie viel hat er denn? 867, ja. Das ist fast der Ausgleich jetzt. 10 Armor und die Horizon verkackt. Das ist schön. Damit ist der Vorsprung wieder auf unserer Seite. Was haben wir denn? Die Musik? Oh. Das geht auf die Ohren. Und das ist Molehill oder sowas. Oh, trifft sogar. Nice. Und die Musik und die Guppies. Ja, so langsam hatte ich mit Level 30 doch nicht, mit Turn 30 doch nicht recht. Ja, ein Tandler, stimmt. Danke. Ja, dann gibt es doch nochmal neue Waffen und dann entscheidet sich, denke ich. Aber wenn wir drei Leute haben, wird da wohl eine gute Waffe dabei sein. Hoffe ich. Oh, schade. Hätte, das ist aber echt eine unlucky Runde für den, muss man ja sagen. Es hätte den auch gerne nochmal treffen können. Cactus Strike, Armor, Armor, Armor. Das ist gut, gerade für ihn. Oh. Jetzt kommt aber der Maul. Der fliegt, glaube ich, nicht rein, oder? Ne, schade. Machst du nichts unberechenbar? Hui. Wow, 10. Das war jetzt aber auch unlucky. So, was habt ihr? Ich will was sehen. Aber er darf anfangen mit seinen coolen Waffen und ich setze mich jetzt um. Glück gehabt. Oh, er kommt sogar Double Damage für Nightstorm. Sind das die Minions? Das kann sogar sein. Jawohl. Oh. Ah, Backroller. Ja, okay. Ja, klar, so sah er auch aus. So, habt ihr Granaten unten rein da? Mach den Oh. mal kaputt. Nightstorm, komm, Level 73, du kriegst jetzt den Nuke. Midans, Hoggy. Oh, die trifft natürlich. Oh, und das reicht. Die saß gut, ey. Nee, nee, ich habe auch immer die Nuke gezogen. Nuke kann man auch aus Kisten kriegen, Hier. zufällig. Da ist das Level egal. Aber man kriegt sie halt auch am Anfang des Spiels erst mit Level 80. Ja. Das wusste ich aber, muss ich ehrlich zugeben, auch erst nachdem ich die Nuke ja noch hatte. Übrigens kann ich nur empfehlen, die Shellshock-Folge mittlerweile auch schon veröffentlicht. Die heißt Doppel-Nuke mit Doppel-Damage. Jawohl! Komm, noch dreimal daneben schießen. Oh. Das wird doch noch knapp, oder? Hätte ich nicht gedacht. 665. Okay, wenn sich Nightstorm die Waffen holt, dann kann er nochmal richtig schön austeilen. Aber man muss 600 Damage auch erstmal machen. Dazu 105, 280. Nochmal knapp 400. Oh. Oh. Irgendwie unnötig, so die Waffe. Der mit seinen Snakes. Oh, die treffen auch zu gut. Aber ist er ja danach noch schön weggeflogen. Aber man kriegt ja gar nicht alles, ne? Es wird Nee, man gleich. kriegt nur zufällig, glaube ich, einen Teil. Ja, es wird gleich nämlich erstmal losgechattet. Ja, die Runde hat sich ganz schön hingezogen, du. 35 Minuten schon, Alter.
Na gut, 30. 30, ja. Weil später angefangen. Jo. Ja, danach machen wir erstmal eine klassische Deathmatch-Team-Battle-Runde. Na, ah, da wird genauso 3 treffen, oder? Glück gehabt. Ah, ich würde schon fast sagen, dass der Juggernaut mittlerweile da vorne liegt. Er liegt auch vorne, aber er soll nicht gewinnen. Ja. Letztendlich sind das halt immer noch jetzt 600 Damage und Deadweight ist zwar gut. Nein! Wow. Deadweight, was er auch gerade aufgenommen hat, aber das macht er jetzt nicht ohne 25. Nein. Oh. Geiler Skillshot, oh, bitter. Ey. Oh. Schade. Und Nuke. Aber Big Bulger. Oh, der Dreiser. Stimmt, wir hatten ja mit Level auswählen, ne? Hatte ich ja extra noch angepriesen. Das war gut. 526 und ja, quasi 280. Er hat eigentlich doppelt so viel. Das heißt, er muss auch doppelt so gut treffen. Aber nicht das Portal. Oh oh. Wenn er sowas schon benutzt, dann hat er doch gar keine guten Waffen, oder? Ja, muss nicht sein. Sogar wird ihn drüber gehüpft. Sogar Runde 41 wird das hier noch. Okay, dann sage ich, das Spiel ist in Runde 44 vorbei. Neue Wette. Da ich die alte verloren habe. Ah, oh, 30 geht noch fit dafür. Ich weiß noch, in den ersten Folgen Shellshock haben wir uns immer mega gefreut, wenn die Horizon irgendwie so 20 oder 30 Damage gemacht hat. Oh! 460 gegen 250 bei 44. So, was hat er denn? Oh, nochmal sowas. Hm. Eben, das ist Brunnen. Fountain, meine ich. Ja, bin da. Ja, Brunnen. Bin da kein Fan von. Mag die. Baden. Und komm, sich selber treffen. Ah, die sind ein bisschen dumm. Ja, 44 wird auch nichts, was ich gesagt habe. Jetpack. Mit den Waffen. War sogar die große, aber den schön umkreist. Warum hatten denn noch so viel Leben? Sparen wir uns das Chitten. Oh, die hüpfen dagegen, komm. Die sind zu ihm gehüpft. Ja, 21 geht für die Tetris voll in Ordnung. Und jetzt komm. Sniper, Needler, was hast du? Glock, AK? Needler. Duel, Needler. Schön, der hat rein. Oha, oha. Noch mehr solche Waffen. 282 hat er noch. 140. Krass, er gewinnt das noch, ich sehe es kommen. Ja, 259. Autsch. Oh, da ist die Ammo fast weg. Aber 200 zu 282 ist voll okay. Es kommt jetzt wieder drauf an, wie die schießen. Oh, nice! Na, guck mal da, bei dem sind jetzt die Frames bei mir auf 39 runtergegangen. Was soll denn das bei so einem Spiel? Echt, bei mir nicht. Los bei dir. Das ist mega tagesformabhängig. Achso, ich hatte die. Ach, nicht getroffen, du Loser.
Er war schlecht. Damit hat er jetzt wieder den Vorteil. Oh, jetzt ist gleich Ausgleich, komm. Oh, intensive Runde, hier über eine halbe Stunde. Wäre doch cool, wenn wir die gewinnen. Yo. Jawohl. 60 ist ordentlich. Ja, wie gesagt, am Anfang habe ich viel Schaden gemacht, dann hatte ich irgendwann keine Waffen mehr, dann habe ich die natürlich auch nicht getroffen. Und dann war ich leider als erstes tot. So viele Punkte gibt das für mich persönlich nicht. Und nochmal. Ja, nice. Komm schon. Auch noch sich selbst einer. Oh, die haben gut gecrittet eigentlich. Also hätte ich jetzt eine Mega-Nuke, ne? Ich hätte mich selbst damit gekillt und einfach dann... So nicht, ne? Hat der 83, 102. Oh, oh. Ah. Das macht zu wenig Schaden eigentlich. 15. Sunburst. Echt ärgerlich. Verkackt das nicht da. Sonst alt F4 ich gleich raus. Ja, nach der Runde hier dachte ich mir, kann ich doch nochmal die Aufnahme beenden. Dann ändere ich noch ganz kurz die Einstellung, was Leo mir gesagt hat, und dann geht's sofort weiter. Ja, 29, so können sie sich jetzt natürlich solide runterspielen, aber 48. Oh nee! Wann das? Ich wollte gerade sagen, er hätte tot sein können. Gleich ein Herzinfarkt. Jetzt 23 kommen, hat er sich gerade geheilt. 23 ist machbar mit irgendeiner Waffe. Gleich ein Herzinfarkt, wenn wir das verlieren. Dann alte vier ich raus und gehe nach und spiele wieder Factorio, Alter. Jo, sehr schön. GG. Sehr schön. So, meine Punktzahl. Auch geht sogar ganz klar. Gibt's aber einige mit mehr. Ja, schön. Würde ich sagen, das war diese Runde. Die erste Runde von den Community-Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.